Herzlich willkommen bei die Katz Marix, ihr Advent-Podcast. Ich bin's heute mal, der Detlef Rottmann, und ich vertrete heute Irmchen und Achim, weil die beiden sind gerade mit dem Roten Baron übers Ruhrgebiet unterwegs. Der Achim musste da was gut machen. Ja, und mit diesem Doppeldecker gucken sie sich gerade die ganzen Zechen von oben an und können deswegen auch heute nicht moderieren, nur dass sie das Bescheid wissen. Was ist das denn für ein Ding? Oh Mann, sprechender Kaktus. Der sieht ein bisschen unheimlich aus. Ich stell den mal besser weg. Das Ding ist gefährlich. Da ist der Dicke. Die schmeiß ich jetzt darüber so. Ja, schnell. Und jetzt ganz. So, hab ich dich. Ich hätte nicht gedacht, dass er hier so gefährlich ist. Jetzt ist es im Schlafzimmer. Na, hoffentlich bleibt es da auch. Ja, dann kommen wir mal zur ersten Kategorie. Heute ist ja der 10.12. Ja, und da habe ich an historischen, besonderen Ereignissen in der Adventszeit, da habe ich hier 1948. Und zwar hat die Generalversammlung der Vereinigten Nationen da die allgemeinen Menschenrechte erklärt. Das finde ich doch mal was Gutes. Ja. Was auch ganz gut ist, und zwar dafür, dass man also nicht überfahren wird von den Autos, war 1868, da ist nämlich die erste Ampel in London aufgestellt worden. Und die wurde damals sogar noch mit Gaslichtern betrieben. Ja, da ist man vor den Autos sicher. Ist ja auch was Positives. Ja, berühmte Geburtstage in der Adventszeit. Ja, da habe ich jetzt erstmal nur den Jürgen Barth. Das ist ein deutscher Autorennfahrer, der ist 1947 geboren. Ja, und dann haben wir noch Namenstage in der Adventszeit. Heute am 10. Da haben Angelina, Emma, Johann Georg, Loretta und das kann ich nicht lesen. Also das muss ich jetzt entziffern. Militades haben heute Namenstag. Ja, Glückwunsch auch. Und wie sollte es anders sein? Heute ist der internationale Tag der Menschenrechte. Ja. Und es wäre ja mal schön, also ich fände es jetzt gar nicht so schlecht, wenn, also wo es die ja gibt, ne, dass die Menschen sich auch mal dran halten tun. Machen sie aber nicht. Ja. Deswegen brauchen wir diesen Tag. Da kann man dann an diesem Tag also in den Kalender gucken und sagen, ach ja, guck mal, da war doch was, ne? Hast du wieder den Schlüssel vergessen, Irmchen? Ne? Du hast den Schlüssel vergessen, du musst ihn da mitnehmen. Jetzt klingelt jemand. Ich glaube, ich mach mal auf. Ach, da sind wir Ach, wieder. Ihr seid es. Ja, wirklich. Warum seid ihr denn schon wieder da? Ja, ganz einfach. Wir waren gerade da für einen Roten Baron. Konnten ja froh sein, dass wir noch Karten bekommen haben. Ist übrigens einer der letzten noch fliegenden Doppeldecker, nur ganz am Rande. Und in dem Moment, wo wir ankommen, steht da so ein junges, flennendes, verliebtes Pärchen rum. Und die hatten wahrscheinlich keine Karten mehr gekriegt, nicht wahr? Ja, ganz genau. Irmchen hat sich natürlich sofort erweichen lassen. Ach komm, Achim, die hatten Hochzeitstag und das war eine Fehlbuchung im Internet. Ja, sicher. Aber
Wir hatten ja auch gebucht. Ja, aber die Karten nur deswegen gekriegt, weil das Internet einen Fehler gemacht hat und die Buchung von den beiden nicht angenommen hat. Ja, aber deswegen muss man denen doch nicht gleich die Karten schenken. Ach, du bist so unromantisch. Ja, wenn man mir in den Nachmittag grätscht, dann bin ich auch unromantisch. Ja, aber wenn das doch eine Fehlbuchung war, dann hat Irmchen doch recht. Jetzt fall du mir auch noch in den Nacken. Ich koch uns jetzt erstmal ein Käffchen. Hm? Für mich ein mit Schuss. Detlef auch ein Käffchen? Ach, hat das den Schuss weg? Ja, ja. Ja, erstmal danke, Detlef, dass du eingesprungen bist. Wo bist du denn jetzt gerade? Ja, ich bin gerade bei der Weihnachtsgeschichte. Die wollte ich gerade erzählen. Ja, dann ist das doch super, dass ich pünktlich noch wiedergekommen bin. Weil das ist ja heute unsere Geschichte, ne, Detlef? Ja, das ist unsere Geschichte, das stimmt. Ja, was für eine. Ich nenne die jetzt einfach mal Achim, Detlef und die Bullemänner. Ja, die Bullemänner. Ja, der Detlef und ich, wir wollten ja schon als kleine Kinder immer Bergmann werden, aber wir durften Nina unter Tage, oder? Haben die uns nicht hingelassen. Ja, ganz genau. Ja, also mussten wir uns mal so einen Weg selber bahnen. Und jetzt bot sich da mal so eine Sache an. Ja, und zwar muss man sich vorstellen, dass es war Nikolaus gewesen und wir waren nur wirklich nicht so artig in diesem Jahr. Nee, das waren wir leider nicht. Um genau zu sagen, wir hatten also so richtig Mist gebaut in dem Jahr. Und wenn jetzt der Nikolaus kommt, dann weiß ja jedes Kind, dass die unartigen Kinder nicht nur vom Nikolaus nichts kriegen tun an Geschenken, was ja schon schlimm genug ist, sondern die kriegen auch noch einen von seinem Begleiter, nämlich dem Knecht Ruprecht, einen drauf. Der Knecht Ruprecht, das ist ein Bullemann. Und die Bullemänner, das wussten wir ja, die wohnten natürlich unter Tage, deswegen war das da unten ja auch so heiß, ne? Weil die da also ihre Kochtöpfe hatten und jetzt also, was auch immer, so den ganzen Tag trieben, da eben trieben. Jetzt haben wir gedacht, dass wir diese Bullemänner mal erpressen. Und deswegen haben wir uns heimlich in so einen Förderwagen reingeschmuggelt. Ja, und in diesen Förderwagen sind wir dann nach Untertage gefahren. Was natürlich strengstens verboten war, weswegen der Detlef natürlich entsprechend die ganze Zeit gezittert hat. Das stimmt doch überhaupt nicht. Du hast die ganze Zeit gezittert. Nee, ich saß daneben oder lag, besser gesagt. Ich hab das doch mitbekommen, wie du gezittert hast. Nee, geschlottert hast du. Du hast geschlottert. Du hättest dich fast in eine Buchse gemacht. Ich hab das doch nichts gemerkt. Nichts hast du gemerkt. Ist ja auch nichts passiert. Ja, ja. Fast wert aber. Auf jeden Fall durfte man regulär erst mit 14er Untertage. Naja, und wir waren ja mal so locker 5 Jahre drunter, ne? Was uns dabei nur leider nicht bewusst war, ist, dass man Förderwagen viel schneller nach unten befördert als die Bergleute bei den sogenannten Seilfahrten. Ja, und so sind wir da mal ganz locker mit 19 Metern die Sekunde runtergerattert. Mensch, Detlef. Nimm deine Schuhe aus meinem Gesicht. Stell dich doch nicht so an, Achim. Detlef, du hast dir die Füße wieder nicht gewaschen. Die stinken ja durch die Schuhe durch. Das ist überhaupt nicht wahr. Ich wasche meine Füße jeden Tag. Für die freche Lüge musst du gleich noch einen extra draufkriegen von den Bullemänner. Ach, so Quatsch. Aber du... Achim, meinst du, das reicht als Erpressung, dass wir den sagen, dass wir dir verstecken nicht verraten? Ja, sicher reicht das. Klar, sonst findet die doch jeder hier unten. Die werden sich da schon drauf einlassen. Dann kriegen wir vom Nikolaus Geschenke. Ja, dann kriegen wir von Nikolaus Geschenke. Oh Mann, das ist ganz schön schnell hier. Oh ja, ich glaube, mir wird schlecht. Und in diesem Moment ließ die Geschwindigkeit von dem Förderkorb plötzlich nach und wir kamen unten an. Dann öffnete der Anschläger, das ist derjenige, der unten auf die Wagen wartete und auch über Signale dann oben dem Fördermaschinisten Bescheid gab immer. Also der öffnete jetzt quasi das Tor und ließ uns raus. Ja, und so rollten wir dann quasi nach Untertage ein. Und wie der Wagen dann zu Stillstand gekommen war, kletterten wir ganz schnell aus dem Wagen raus
Und dann mit einem Mal sprang einer vor uns auf den Boden. Und noch einer. Und noch einer. Und dann noch ein weiterer. Und im Nu, ehe wir uns versahen, waren wir umgeben von einer Horde von Kerlen. Pechschwarze Gesichter, leuchtende Augen und Mistgabeln in der Hand. Dann trat der Stärkste hervor und rief laut: Wir sind die Bullermänner. Wir starrten vor Angst. Und dann begannen alle einzustimmen in den Chor der Bullermänner, die um uns rumtanzen. Wir sind die Bullermänner. Und dann packen sie uns. Und wir schrien um unser Leben. Aber keiner konnte uns hören. Wir waren ja ungefähr 600 Meter unter der Erdoberfläche. Ja, und dann zerrten sie uns weg, steckten uns in einen Bottich, tanzten noch weiter um uns rum. Und dann sagte einer zu uns: Schwört bei der Ehre der Bullermänner, dass ihr nie wieder es wagen werdet, hier nach unten zu kommen. Und fortan artige Kinder seid. Schwört! Ja, wir schwören. Ja, wir schwören. Ja. Dann ist es gut. Und dann zerrten sie uns zurück in den Förderkorb, steckten uns einfach da rein und dann fuhr der wieder nach oben. Was wir damals nicht wussten, ist, dass die das natürlich mitbekommen hatten, dass wir nach Untertage wollten. Und dann haben sich die Bergleute damals, vor allem dein Vater... Ja, die haben sich zusammengerottet und haben dann geschauspielert quasi, um uns dazu zu bringen, dass wir artige Kinder werden. Und hat es geklappt? Nee, nicht wirklich. Nee. Ja, tatsächlich. Aber damals hat uns das keiner verraten. Das haben wir natürlich erst, wie wir dann groß waren, herausgefunden, wie sich das dann tatsächlich zugetragen hatte. Aber von dem Tag an waren wir zumindest ein paar Tage oder ein paar Wochen waren wir ein bisschen artiger. Ja, das ist unsere Weihnachtsgeschichte. Ja, du, sag mal, Achim, was ist das da im Schlafzimmer? Das bewegt sich. Ach klar, das ist dieser gefährliche Kaktus. Achim, ich dachte, jetzt ist das Ding weggeschmissen. Ja, habe ich ja auch. Er ist in eine Mülltonne gelandet. Keine Ahnung, wie das da wieder aufgetaucht ist. Hör mal, hier. Geh mal sofort in das Schlafzimmer, Achim. Und entsorge diesen Kaktus. Der macht mir langsam wirklich Angst. Ja, mir allerdings auch. Ja, und mir erst. Ja, dann war's das erstmal heute mit der Sendung. Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß. Ich war ja die Hälfte der Zeit nie da. Ja, aber dafür waren eben der Detlef und ich da. Und deswegen sagen wir jetzt, wir freuen uns, Sie morgen wieder zu hören. Oder so, beziehungsweise Sie uns, ne? Dann bis morgen. Glück auf. Ja, Glück auf. Ja, tschüss, bis morgen. Ärmchen, ich glaube, wir haben jetzt ein echtes Kaktusproblem.